Okay, gut. Dann fangen wir mit Tonleitern an, ja? So, Tafna Gobert wie normal. Ich überlege jetzt gerade, vielleicht erstmal Legato, ja, F-Dur, ja? Okay. So. Ja, F-Dur. Genau, super. Pass auf, dass du wirklich das irgendwie so besser organisierst, gell? Okay. Wie wir letztes Mal gesagt haben, weil es ist, kann schon sein, dass man mit der Schwerkraft, wenn man nach unten spielt, irgendwie so nicht organisiert spielt. Okay. Ne? Es ist immer... Und wenn man atmet, ganz, ganz ruhig atmet, ne? Und wirklich benutzen dein Vibrato als Mittel, deinen Klang aufzumachen. Okay. Gell? Ja? Okay, nochmal. Genau. Ganz langsam. Super. Pass auf, nicht schieben, gell? Okay. Nicht dieser. Und dann vibrieren. Ne? Sofort. Genau, was du vorher gesagt hast, ne? Dass es nicht zu tief ist, also wenn man nach unten spielt. Ne? Und dann auch nicht zu offen hier. Ja, genau. Ja, weil wenn es zu offen ist, dann ist halt so Spannung. Ne? Ist halt so tense hier hinten. Ja. Einfach loslassen. Ne? Ganz natürlich spielen. D-Moll. Genau. Und ja, dein Lieblings. Spielen wir jetzt ein bisschen Moïse von hier. Aber immer wieder vibrieren, gell? Nicht aufhören, nicht. Sondern. Super, ha? Ja, du schiebst. Genau. Das ist ein Riesenunterschied, ne? Keine Spannung. Wirklich relaxed. Super, toll. Noch eine. Na, nicht wirklich. Ne? Ja, noch eins, ne? Ja, so ist das. Das ist Legato eben, ne? Wenn man wechselt von einem Ton zu dem anderen, wenn man aufhört zu vibrieren, klingt das halt so
gedrückt irgendwie. Ja. Ne? So wirklich schön langsam weiter vibrieren. Das ist Legato. Okay. Ja? Und auch wenn man Mozart spielt. Können wir gleich Mozart zweite Satz spielen? Ja? Und auch die ganze Zeit offen lassen und vibrieren schön. Gell? Okay. Das ist Legato spielen. Ohne, hast du einen Kadenz mit? Nein, das ist für die erste Satz. Okay. Ja. Passt. Super, okay. Von meinem Geschmack ist dieser ein bisschen zu aktiv, gell? Weißt du, man spielt hin und dann zurück. Okay. Na, und diese kleinen Noten sind einfach ein kleines Embellishment auf die Upbeat, gell? Wenn man richtig hinspielt, dann hat man Platz. Na, noch einmal, aber schön. Super. Super toll, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, und jetzt die allererste Ton. Ne? Vielleicht ein bisschen Luft dazwischen, gell? Okay. Und nicht. Das brauchst du nicht. Okay. Ja, einfach mit der Luft dahin spielen, statt also das Körperliche zu zeigen. Das brauchst du nicht. Ne? Okay. Ja. Okay. Wie ein Schmetterling. Genau, so einfach ist es. Weiter. Genau. So, nicht so aktiv immer, also zum Schluss, gell? Ja, okay. Sehr schön. Und jetzt aufpassen, ne? Jetzt machst du ein bisschen zu viel für meinen Geschmack. Okay. Also, so wie ein Schiff irgendwie, also un bateau. Ja, können wir das einfach nochmal probieren? Es klingt wunderschön, danke. Aber vielleicht ohne die ganze Choreografie, gell? So dass das wirklich hier bleibt. Und wenn man wirklich also Energie irgendwie loslassen will, einfach hier oder so. Und ich bleib hier. Na? Ja, okay. Na, fliegen. Genau, super, weiter. Schön. Na, pass auf. Genau. Siehst du? Schön.
weiter. Ja, und jetzt keine Angst haben vor dieser Sitz. Ja, du bist, ich weiß, du willst nicht zu hoch spielen, yeah. Aber es ist ein Sitz, es wird nie zu hoch sein. Yeah. Na? So. Na? Loslassen. Bravo. Jetzt habe ich es so, ist es viel besser als Montag, Dienstag war es, ja. Gell? Weil jetzt habe ich verstanden, diese Steigerung in dieser Sequenz, ja? Es geht immer weiter, na? Kannst du das nochmal? Ja. Und es ist halt so, was ich, es ist immer noch in dir drin, dieser Scoop, ja? Ja? Es ist hier. Man geht nach vorne, nach oben. Gut. Nicht so. Das ist eins. Zwei. Und jetzt dieses Fest wirklich loslassen. Bravo. Ja? Endlich mal. Super. Jetzt, also einfach keine Angst haben. Ich weiß, dass du bist wirklich vorsichtig und du winnst wahnsinnig oft und so, aber ich glaube, es lohnt sich, die Erfahrung zu haben, wenn es zu hoch ist, ist es zu hoch. Ist wurscht. Na? Hauptsache frei und schön. Ja? Gut. Weiter. So, die Frage ist, wie kann man diese Artikulation machen, ohne dass es irgendwie komisch klingt? Yeah. So plötzlich halt so wahnsinnig so. Ne? Vielleicht denken, dass es doch im Fluss bleibt. Okay. Vielleicht denken, dass es doch ein Teil von der ganzen. Vorher, was vorher war, ist, dass es nicht eine andere Charakter ist, irgendwie so plötzlich. Ne? So. Ein ganz normales, easy Phrase. Ne? Weiter. Super. Can we split the middle, so dass es doch ein bisschen getrennter ist, nicht so wahnsinnig okay. Legato, so irgendwo dazwischen. Okay. Ja? Dann haben wir das, glaube ich. Schön. Und jetzt kannst du das machen ohne Turbulenz, weißt du? So, es ist statt. Ja? Ich übertreibe. So hast du es nicht gemacht. Aber ich meine. Super, und jetzt mit ein bisschen Vibrato und dann haben wir. Das ist eine Gestik. Ne? Und nicht so drei oder vier. Ja, so, okay. Schau. Weißt okay. Du, nicht. Okay. Es klingt ganz anders. So. Du zeigst mir einfach, das will ich nicht. Genau. Ja, genau, das ist, weil sonst
klingt das halt so ein bisschen. Ja, es ist nicht so sophisticated genug. Ne? Es muss, und auch lustigerweise durch die kleinen Bewegungen klingt das nicht legato. Okay. Ja. Ne? Es gehört schon zu unserer Körperlichkeit. Wenn wir uns so gegen also die Phrase bewegt, dann klingt das so. Okay. Wir einfach mitgehen. Ne? Ja, genau, weil du bist ein Solist, ne? Ja. Und es ist eine Sache, wenn man im Orchester sitzt, muss man alles zeigen, ne? Ja. Ne? Aber wenn man vor einem Orchester ist, muss man alles zeigen, aber mit der Musik eben, nicht mit der Bewegung, weil keins kann dich sehen. Also die sitzen alle hinten, ja. Ne? Und es macht viel aus und es ist viel eine starke Ausdruck eben, wenn man wirklich hinspielt, ohne die ganzen Bewegungen. Na, noch einmal für mich, bitte. Weiter. Schön. Und das ist eigentlich also was ich sagen wollte vorher, ne? Okay. Dass mit den kleinen Bewegungen es schaut irgendwie interessant aus, aber musikalisch hat das überhaupt keinen Sinn letztendlich, ne? Und es ist ein viel stärkerer Ausdruck, wenn du wirklich einfach spielst, ja. Nicht tanzt. Du magst nicht diese Atem hier. Nein, es ist eigentlich ist mir wurscht. Okay. Ich würde vielleicht ein bisschen mehr geben. Okay. Also nicht so delikat. Okay. Eben, diese ganze Stelle hier. Weil ich habe das Gefühl, wo bist du? Ja. Wenn du ein bisschen mehr gibst, dann hast du Platz. Okay. Und dann lohnt sich, also dort zu atmen. Okay. Ne? Weißt du, so, weil wenn du nicht so viel gibst hier und es ist also wirklich zu intim ist, also stell mal vor, man spielt auf einer Holzflöte mit vier Klappen, mhm. Ein Fiss knallt. Ja. Weißt du? Ne, Dienstag bringe ich meine Barocksammlung mit. So ihr das alles ausprobieren können. Weil das ist wirklich eine interessante Erfahrung. So eine Tonleiter auf der Barockflöte ist erstens schwer. Sau schwer. Ne? Von Fis nach Fis, diese Oktave ist wirklich unangenehm auf der Flöte. Und dann, wenn man so ungefähr Cis, D, E spielt, knallt das wirklich. Mhm. Ne? So wenn man will halt so nah an dieser Historic Performance Praxis halt, spielen in dieser Richtung, sollte man schon meinen, dass man lauter wird hier. Okay. Weil auf der Barockflöte wird das knallen. Ja? So nicht so delikat. Das ist vielleicht ein bisschen zu romantisch für diese Zeit, gell? So wenn man... Ja, das kann man schon. Ja, okay. Aber ich finde, es ist cooler eben, wenn man wirklich dahin spielt. Und dann hat man diesen Rhythmus. Die, da, die, dann dort kann man Luft schnappen. Okay. Na? Warum nicht? Na? So oft wie möglich. So, dass man genug Luft, nicht nur Luft, aber auch ein bisschen Spannung körperlich hat, so dass man das wirklich, wirklich diese chromatische Tonleiter nach oben wirklich hinbekommt, dass es wirklich so dramatisch klingt. Na? Nochmal von hier. From here.
Nochmal, noch mehr. Viel besser, viel besser. Noch einmal für mich bitte. Und dann aufpassen, dass man nicht. Sondern. Andere Richtung. Okay. Tempo. Sehr schön. So, kannst du bitte noch mal die ganze Stelle? Ja. Ja, bis zum Schluss. Du. Weiter. Ja, nicht aufgeben. Okay. Ja, es wird schade, gell? Wenn du... Ja. Wirklich, weil du musst ein ganzes Orchester führen. Okay. Ja, noch einmal von hier. Tempo. Bleiben und hinspielen. Ja, schön so. Ja, ich weiß, man braucht viel Luft, aber es lohnt sich, glaube ich. Yeah. Und jetzt klanglich, es gefällt mir wirklich. Es ist so endlich mal offen und irgendwie so generous. Yeah. Du gibst mehr. Ja, und keine Angst haben. Also du, es ist mir lieber offen, schön zu klingen, als dumpf und matt, weil du Angst hast, dass es zu hoch wird. Ja, das kannst du korrigieren. Ich kenne dich ja eben mittlerweile. Und du hast ein sehr gutes Ohr und du hörst alles. Das weiß ich. Aber das musst du vertrauen. Ja, weil du, und weißt ganz genau, wenn es zu hoch ist, wahrscheinlich ist es, weil ich in der falschen Richtung bin. Ne? Ich bläse halt so hier. Und einfach hineinblasen und dann wird's. Ne? Gut. Sehr gut. Danke. Danke dir. Ich danke dir. Wie immer.